Servus Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Labarababa Patapata Patapata Video. In diesem Video werde ich ein bisschen über die neuen News labern und hier da und jenes ein bisschen labern. Ihr seht im Hintergrund ein kleines Call of Duty Gameplay. Ist leider nur ein Brutal mit dabei, aber sonst hat mir ein bisschen mit der Typ 8-3 bisschen snipen. Hat Spaß gemacht, hab's gut erspielt, hat schon Laune gemacht. Die News kommen jetzt, also was ist jetzt Neues passiert und was? Es könnte jetzt halt ein bisschen schallen, das liegt daran, dass ich jetzt in meinem neuen Zimmer gerade sitze. Dazu wird aber noch eine Roomtour folgen, sobald das Zimmer komplett fertig ist. Momentan fehlen noch ein paar Sachen, aber Aufnahmegerät und so steht schon alles hier drin. Deswegen schallt es wahrscheinlich ein bisschen, aber wie gesagt, es kommen noch Sachen hinzu und dann sollte es eigentlich nicht mehr so schallen, wie es jetzt schallt. Dann, wie ihr seht, wir haben heute den 9. Mai. Ja, und was heißt am 9. Mai? Richtig, mein Geburtstag. Ich wurde heute 20. Knackige 20. Die 20, ne? Danke an alle, die mir jetzt schon in die Kommentare schreiben. Alles Gute. Vielen Dank. Und dazu wollte ich auch noch was sagen. Denn jetzt, wo ich ja jetzt dieses neue Zimmer habe, kann ich versuche ich jetzt auch öfter Videos zu machen. Ihr seht ja ab und zu schon mal, dass ich ein paar Livestreams mache. Zwar nur kleine, aber feine Livestreams, ne? Aber nicht so ausgewogene Livestreams wie 1000k, bam, bam. Genau, 1000k, bam, bam, bam. Deswegen wollte ich mir noch einen neuen Computer zulegen und das dauert leider noch ein bisschen. Aber ich werde mir noch einen neuen Computer zulegen, wollte, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche mit einem neuen Computer krallen. Und damit ich dann halt endlich mal mit Elgato was machen kann. Die liegt da seit, glaube ich, einem halben Jahr bei mir jetzt hier im Zimmer rum und habe mal angeschlossen, habe mal ausprobiert. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Dann merkt ihr mittlerweile, dass ich sehr viel COD spiele. Ja, ich bin momentan Prestige 10, Level 20 in Call of Duty. Wollte ja noch Prestige Master werden, dann wollte ich erstmal pausieren, ne? Und dann guck ich mal, was ich noch so mache. Monster Hunter habe ich noch ein bisschen im Darn offen, das wollte man noch weitermachen. Dann wollte ich noch ein paar Projekte anfangen. Minecraft ist ja immer noch pausiert, sagen wir mal. Ich habe auch wenig momentan am Minecraft-Server gemacht, ich gebe es selber zu. Da ich auch zeitlich und auch beruflich nicht wirklich was dran machen kann, weil ich ja zur Zeit gar nicht oder selten zu Hause bin. Jetzt, wo ich das neue Zimmer habe, versuche ich natürlich auch öfter zu Hause zu sein. Ich habe jetzt noch Urlaub und versuche da noch ein bisschen was zu machen. Wenn es halt nicht, geht, der geht es halt nicht. Ne? Also, ich muss noch mal gucken, dass ich einen geregelten Upload-Tag finde. Und da fame ich ein bisschen, ich depp, okay, ein bisschen Upload-Tag finde, wo ich dann halt die Videos besser mache oder wo ich die Videos halt geregelter Tag, ne? So, soviel zu dem Thema. Dann fallen mir momentan keine neuen Projekte ein, das ist traurig, aber wahr. Ja, haha, mir fällt nichts ein. Wenn ihr mal irgendwelche Vorschläge habt, die ich machen kann, ob Horror oder Adventure oder Indie-Games oder was weiß ich, was ihr irgendwie Wünsche habt, dann schreibt es mir doch gerne mal, dann versuche ich mir die mal rauszupicken und halt mal zu bearbeiten. Ja. Weil ich werde jetzt nicht, ich kann jetzt nicht jedem Wunsch nachgehen, ne? Aber vielleicht doch mal so ein, zwei Spiele, die mir mal empfehlen könnt. So, dann habe ich gesehen, dass wir auf unserem auf unserem Hauptkanal, Team DMDP, 1200 Abonnenten erreicht haben. Leute, ihr seid eine richtig kranke Community. Vielen, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das ist echt krank, dass wir so schnell. Red doch mal richtig, du Arsch. Dass wir es so weit geschafft haben, ey. 1200, das kann man sich gar nicht vorstellen in so kurzer Zeit, ey. Vielen Dank an euch alle, die uns damit tatkräftig unterstützt haben. Ja, immer an uns geglaubt haben, immer daran gesagt haben, ja, kommt, ihr macht richtig geile Videos, ey, wir unterstützen euch ein bisschen dadurch. Ey, auch mein Zweitkanal, mein Kleiner, der hat auch schon 32, ey, das ist auch übelst krass, wie ihr da auch die Videos am Feiern seid. Und ich will natürlich auch, dass ihr mehr Spaß an den Videos habt, deswegen gebe ich mir ja Mühe und versuche die auch noch, trotz der wenigen Zeit, die ich habe, noch ein, zwei Videos mehr rauszuhauen. Aber, ja, da komme ich auf das Thema zurück. Seid doch bitte nicht so traurig, wenn ihr immer sagt, dann macht ja gar kein Video heute, dann macht dieses Video keine Woche. Leute, ich vergesse euch nicht. Ja, ich mache Video, wie ihr es jetzt gerade seht, ich mache ein Video. Ne? Ich mache auch Livestreams. Livestreams mit drin mal so ganz schnell mal kurz rausgehauen, ja. Da wollte ich sowieso nochmal gucken, dass ich mir die Videos nicht mal so gerade so raus, sondern mehr vorproduziere, da ich mehr hinten dranhängen kann, ja. Und hier nochmal einen schönen Abschlusscam. Oh,
Sexy. Und den auch noch, komm. Pam. Sauber. So, schön B-Spot. Genau, dass ich dann halt nicht immer auf den letzten Drücker noch ein Video machen muss, deswegen wollte ich auch noch ein bisschen vorproduzieren. Mir fallen aber momentan keine Spiele ein, die ich wirklich so vorproduzieren könnte, ohne dass ich halt Lecks oder Ruckler oder irgendwelche Abschürze bekomme, ne? Wahrscheinlich werde ich nochmal Minecraft irgendwie weitermachen. Da muss ich sowieso mal nachgucken. Der Server, der ja, ist auch nicht ganz fertig, der hängt auch ein bisschen hinterher, aber es wird schon, es wird schon. Genau, jetzt wird nämlich das Zimmer noch von mir noch, wie gesagt, jetzt erstmal eingeräumt und dann soll das eigentlich alles funktionieren, so wie ich das Lust und Laune habe. Ja. Ey, ist das nicht geil, ne? Am 20. Geburtstag kommt ein Video. Hat sowieso eigentlich gestern schon vorgehabt, aber ich hatte kein gutes Gameplay erspielt und dann habe ich gerade eben nochmal ein schönes Gameplay erspielt. Und dann sollte das ja eigentlich 1A jetzt Funktionalität haben. Genau. Sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr zu reden, ne? Außer so, wie geht's euch denn so? Und habt ihr letztes Mal irgendwie was gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwie auch Geburtstag gefeiert habt oder so oder dies oder das oder jenes. Apropos Geburtstag feiern. Morgen feiere ich meinen Geburtstag. Ich gehe mit den Jungs mal eine Runde kegeln. Ja, wir gehen eine Runde kegeln. Diesmal die Bahn schrott, weiß ich nicht. Wir hatten, okay, kleine Geschichte am Rande, wir hatten die Bahn ja wirklich geschrottet. Wir waren mal kegeln, ich weiß nicht, war das mein 17. oder so. Da waren wir mal kegeln und das war ganz lustig. Hat er dann gekegelt und die Pins haben sich hinten dann verheddert. Hinter einer Maschine haben sich dann so verheddert, die ging dann nicht mehr hoch. So eine halbe Stunde lang versucht die Dinger da hochzugehen. Und dann muss er immer gesagt, komm, kommen wir mal den Besitzer und sagen, hier, die Pinks haben sich verändert, die wollen nicht mehr hochgehen. Ich weiß nicht, wie viel Kappa die scheiß Crew von da erreicht hat, die ist auf jeden Fall mit der Wucht da hinten eingeschlagen, dass die Pinks sich alle verändert haben, nicht nur einer, sondern wirklich alle. Das war schon lustig. Ach ja. So, wie ihr seht, die neue Typ, ja, kann ich auch nochmal drüber reden, die neue Typ 38, schöne Sniper, aber ab und zu mal auf Nahkampf ist die Waffe derbe Shit. Ich spiele ja mit einem 4-mal-Visier und manchmal habe ich so kein Aiming damit, ja. Also man sieht, ich habe ab und zu richtig krankes Aim, wie jetzt gerade wieder, ne, guckst du dich an, boah, Alter, okay, den habe ich jetzt wieder versemmelt, aber ich schlage trotzdem noch tot. Und da seht ihr, ich bin da drauf, aber dann zieht die es doch wieder nur zur Seite. Da bin ich wieder richtig drauf, ne? Das ist so eine Sache in Call of Duty. Nee. Ach ja. Naja, gut. Das war jetzt die kleine Laber-Rhabarber-Runde. Gab jetzt nicht viel zu erzählen. Oder mit der Zeit, wie immer, ihr wisst es ja langsam mit der Zeit, dass ich da mir mal was einfallen lassen muss, dass das irgendwann mal wirklich geregelt geht. Nee, nicht einfach nur hopp-di-hopp und pop-di-pop. Denn da müssen wir ein System reinfinden. Ich muss also irgendwie ein System reinkriegen. Und ich bin ja sowieso momentan, überlege ich, ob ich nicht mit YouTube noch weiter Karriere machen werde und dann halt darüber direkt meinen Beruf anknüpfe. Weil es macht mir an sich ja sehr viel Spaß, Videos mal mit euch zu unterhalten. Und auch wenn ich nicht, manchmal nicht weiß, was ich sagen soll, ihr trotzdem dabei seid und zuguckt und trotzdem die Videos so feiert. Das ist gut. Das ist ein gutes Gefühl für mich, das ist ein gutes Gefühl für euch. Und ihr müsst euch dann immer im Hinterkopf behalten, diese Videos, die ich dann versuche zu machen, sind nicht einfach, ne. Jetzt das Video zum Beispiel habe ich schon auf der Playstation aufgenommen, auf den Computer rübergezogen und hier auf den Computer geschnitten, ne. Ja, vielleicht mache ich auch noch ein paar Effekte rein. Das werdet ihr dann sehen. Ja. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Leute. Ich sage, ist das Gameplay gleich vorbei. So, ja. Ja, komm, hau den auch noch weg. Gucken wir uns das Gameplay noch ein bisschen an. Labeln wir das Gameplay noch ein bisschen. Die Dunkirk-Map ist auch eine tolle Map. Ich fand die zum Snipen eigentlich ganz gut geeignet. Deswegen habe ich direkt die Sniper ausgepackt. Weil Dunkirk ist echt so eine schöne Sniper-Map. Da hast du schöne gerade Züge. Guck einmal. Oh, lol, ist verfehlt. Okay. Schon wieder. Oh, bin ich schlecht. Ich bin so schlecht. Aber ihr habt ja eben gesehen, die eine Brutal-Medaille. Genau.
Und wie man den. Guck mal. Ich bin da drauf, aber treff den wieder nicht. Ja, dann rennt er gerade weg. So. Genau, meine Lust und Laune hat, mal ein bisschen mit Call of Duty zu spielen oder so. Ein paar Kleinigkeiten. Monster Hunter, Call of Duty, Rainbow, egal was. Schreibt es mir doch einfach mal. Schreibt mich auf der PlayStation an. Ihr wisst ja, wie ich auf der PlayStation heiße. Dann können wir ein paar Runden mal machen gemeinsam. Könnt bei den Aufnahmen ein bisschen mit dabei sein. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich bin aber mit einer Positiv-KD rausgegangen. Keine Ahnung, wie viel war das denn jetzt? Irgendwas mit 60 oder so bin ich rausgegangen. Aber gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir dann auch. Würde mich freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, gell? Und feiert auch noch ein bisschen mit. Ich feiere gleich auch noch ein bisschen. Ciao, ciao.